Kilometern, jeden Berg mit 8% Steigung hoch. Zweiten Gang? Zweiter? Ja, zweiter Gang. Immerhin noch? Ja, immerhin noch. Mit 25 km/h. Ja. Eigentlich wollte man vorher noch tanken, aber irgendwie. Erst hat die Tankstelle verpasst und die nächste hatte kein Diesel heute. Jetzt kann man hier mal ein bisschen runterkommen. Wir sind ja an der Küste losgefahren. Jetzt ist es so, und vielleicht sieht man ein bisschen was. Na, jetzt kommt natürlich zu viel. Es kommt kein Sträuch, aber jetzt kommt die Lücke. Ganz weit. Die sehe ich heute. Ja. Die sehe ich heute los. Tankstelle, nachdem die letzte kein Diesel mehr hatte, hoffen wir. Jetzt haben wir was bekommen, weil unsere Tanknadel ist sehr weit unten. Begnadelt. Weil wir wollen nämlich morgen Freunde besuchen hier in Izmir und da bleiben wir dann bestimmt noch eine Nacht. Ja, wirklich. Wetter ist immerhin sonnig, das ist schon mal schön. Es wird so, ich glaube 14 Grad sind hier in Izmir jetzt. Aber und jetzt müssen wir hier, das hier links rüber schummeln. Ja, dann schauen wir weiter. Große Städte. Die haben immer so Lachteile. Wir haben jetzt schon dreimal fast festgesteckt in irgendwelchen Mini-Seitenstraßen, wo wir so ein Autoparkplatzschild nachgefahren sind. So schön Autopark, aber Autopark ist halt für solche Autos. Und so sind die Straßen dann auch. Bisher sind wir jetzt durchgekommen. Jetzt haben wir da drüben was gesehen, können aber gerade nicht wenden. Mittlerweile sind wir auch so weit weg von dem Platz, wo wir hin wollten, dass wir wahrscheinlich eh ein Taxi fahren müssen dahin. Aber für den Moment würde ich mich ja freuen, wenn wir überhaupt irgendwo anhalten können. Ja. Große Städte sind Stress. So, Tino hat gewendet. Jetzt versuchen wir uns hier zu diesen Minibussen zu stellen. Wir probieren es. Wir mischen uns unter unseresgleichen sozusagen. Dann gucken wir mal, ob wir da stehen dürfen. Und hoffen, dass wir hier stehen bleiben dürfen. So irgendwie. Wir haben es tatsächlich geschafft, haben uns fertig gemacht. Wir stehen beim Stadion, beim Izmir Atatürk Stadion und suchen uns jetzt ein Taxi. Und dann fahren wir in die Innenstadt zum Bazar. Warten aufs Taxi. Jetzt hätte es gleich geknallt. Oh ja. Kommt das Taxi, Madita? Ja? Und rein. Danke, Anna. Und Tino noch aussteigen.
was wir gerade entdeckt haben, hier kann man Taubenfutter kaufen und die Tauben füttern. Ja, woanders werden sie vergiftet, hier darfst du Futter kaufen. Das ist der Hammer. Taubenfutter. Abendliche Kämpfe hier. Freunde besuchen. Wir sind noch 220 Meter entfernt. Allerdings habe ich so den Verdacht, die fahren alle schon so langsam davon um die Kurve. Wir müssen in diese Straße rein. Schaffen wir doch so Platz? Ja. Ich gucke erst mal rein, bevor ich reinbiege. Das habe ich jetzt schon gelernt. Erst mal reingucken. Weil wenn du einmal reingebogen bist, kommst du rückwärts nicht mehr raus. Ja. Ist auch eine Einbahnstraße, steht dran. Ja, ist eine Einbahnstraße, passt. Checkieren. Ach, die ist doch groß. Ja, geht schon. Ja, die ist doch super. Das ist. Deswegen halt. Ja, ist auch was mit den beiden Hosen her. Stimmt. Jetzt. Was von rechts, warte mal. Da steht der Range. Klingt schon mal rechts, da wissen sie übrigens. Der Hund. Na klar. Ich muss doch irgendwie rückwärts rein. Ich fahr doch rückwärts rein. Renne, du musst raus. Ja, wir stehen gerade vor dem Bäcker und hier kann man erkennen, die feuern noch mit Holz. Die haben wirklich Holzbackofen. Die Magita ist auf! Die haben sich gefragt! Oh, sieht das hier alles lecker aus. Ich will ein pinkes Macaron oder ein rotes. Ein Macaron. Wow. Ich will ein Macaron mitnehmen. Gerade nicht mal, Dieter. Ja, aber ich. Die Küte mit den Macarons drin. Oh, die Lena ist hier beim Friseur. Beim Friseur. Ich bin froh, dass ich ihn gerade machen konnte. Oh, Lena, zeig deine Frisur. Da war ein Friseur. Wow, die glänzen. Ganz weich. Super. Oh, Kalle, schmecken die Macarons? Oh, der stoppt sich nach dem anderen schon rein. Hey, Kalle! Die jetzt? Oh! Hey, komm her! Wo ist denn der? Raus! Oh, wer ein Macaron möchte, bitte nehmt euch einen. Hallo! Aber die sind alle kaputt! Ja, die sind ein bisschen geschüttelt worden unterwegs. Die sind ein bisschen zerbrochen. Die alle kaputt? Genau! Bisschen zerbrochen. Aber ich esse den. Boah, was hast du denn hier noch? Hat der Mann dazugelegt? Erdbeer. Erdbeer? Ja. Ist aber nett gewesen von dem Mann, ne? Haben wir alle hier?
Die sind nur ein bisschen zickig und gleich ist wieder alles gut. So eine Aufregung, hä, Eddie? So viele Hunde. Gabel, was gibt es denn? Gabel? Sie hat einmal laut gerufen, ne? Katze? Siehst du die Katze? Beim Container? Guck Stimmt. mal, die hat Fische. Komm, der Mann. Kauf Fisch. Ja, eins, zwei, kurz gewogen drei auf Fische. Der Waage. Ja. Babyfisch. Ja. Drei Fische, ja, genau. Der Wind. Hol ich das, Herr Mulle! Es sind schon zwei Katzen da. Gefüllte Weinblätter und Paprikas, Hähnchen, Kartoffelfrei, Käse. Du bist zum Hochklettern gedacht. Ja, hoch. Aber ich kann auch rutschen. Was haben denn die Großen hier vor? Sie bringt gleich die ganze Küchenrolle, die Juli. So ein Drehstuhl? Ja. Und da ist der Pfanne. Das ist so ein Wichtel. Ja, geht dann. Oh, jetzt bin ich gespannt. Eingeschert. Nein, Hilfe! Ich krieg's nicht zu. Es reicht bestimmt so. Es reicht bestimmt so. Ich hab Angst. Los geht's! Ich bin schon eine Sicherheitstrampe. Gelaufen. Kann ich auch gar nicht mehr. Was ist denn noch? Der wird mir auch noch hin. Ich will auch mal. Packen mit einem Rucksack ziehen. Boah, ist das ein Schiff? Ja. Wie auf einem Piratenschiff? Ja! Wow! Hoch! Klettern. Hoch! Ja, kannst du rutschen gehen. Die Katze läuft hier, ja. Da läuft die Katze. Noch mehr? Anhalten. Der Tino da nur wieder lang. Ja, wo fährt er nur lang? Ich will so. Es regnet. Seit gestern. Immer wieder. Ist so ungemütlich. Jetzt fahren wir hier so lang. Jenseits von Afrika. Sieht ein bisschen aus wie rote, Afrika. Rote Erde, aufgeweicht.
Guten Morgen aus der Frieda. Ich habe gerade was entdeckt beim Gardine öffnen. Die Sonne scheint nur so mittelmäßig, aber darum geht's gar nicht. Hier unten liegt was neben unserer Frieda. Wer kann erkennen, was das ist? Ich. Das ist ein Fenster, ein Seitenfenster. Ein Seitenfenster. Ein Seitenfenster aus dem Obergeschoss. Oh. Ein Lena-Fenster. Die Lena hat nämlich schon festgestellt, wenn sie ihre Rolle hoch macht, hat sie jetzt eine sehr tolle Aussicht mit viel Luft. Ja, und es war total stürmisch die Nacht. Richtig laut. Und da hat es wohl das Fenster, was nicht richtig fest eingehakt war. Wir gehen es holen. Ich bin etwas müde. Sieht man gar nicht. Es war etwas stürmisch. Da schlafe ich schlecht. Weil, ja. Weil es wackelt. So, wir gehen mal das Fenster holen. Oh. Tino, es ist noch kein Winter. So, dann nehmen wir noch unsere professionelle Leiter mit. Jetzt ist ja auch irgendwie wieder dran. Ich hoffe, es geht wieder dran. Das hoffe ich auch, dass es wieder dran geht. Boah, jetzt zieht es ordentlich, ey. Was tust du? Hast du dich verbogen? Nee. Ich fühle es nicht mehr ganz in der Höhe. Es ist jetzt auch ein bisschen kleiner geworden. Zumindest auf der Außenseite. Scheiße. Es ist nicht mehr doppelt beglast. Es ist nur noch einfach beglast. Es ist egal. Es ist Glas. Es regelt dich ein. Einer dieser Morgen. Bin ich wohl zu klein? So, jetzt können wir endlich Kaffee kochen. Fast ohne Wunden. Ja. Ja. So. Ich gehe Kaffee kochen. Hereinspaziert. Morgen Sport auch abgehakt, ne? Morgen Sport, ja, Sport. Ja, ich ja. Ich bin geklettert. Ja, okay. Ich habe Tür gehalten. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke.